Die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hatte die Merkel'sche Energiewende wegen eines Tsunami in Japan schon den Charakter einer absurden Tragödie, so wiederholt sich heute vieles als traurige Farce. Landwirtschaftsminister Özdemir behauptet, weniger Fleisch essen wäre ein Beitrag gegen Putin, wörtlich. Frau Minister Lemke verteidigt jene linksradikale Sekte mit dem realsatirisch treffenden Namen Letzte Generation, die widerrechtlich deutsche Straßen blockiert und fleißige Bürger an ihrer Arbeit hindert. Denn darum geht es, uns zur letzten Generation zu machen, zu letzten Menschen, wie sie Nietzsches Zarathustra beschrieb, kein Hirt und eine Herde. Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Zitat Ende. Der Haushaltsplanentwurf der grün-linken Ampel ist ein Sammelsurium an Absurditäten. Mit 625.000 Euro wollen Sie im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 unterschiedliche Aktivitäten umweltschutzbezogen unterstützen. Sie wollen Jugendsport und Jugendumweltverbände in ihrem nachhaltigkeitsbezogenen Engagement bestärken. Resilienz fehlt hier jetzt noch, gerade als Modewort. Was soll man darunter verstehen? Wollen Sie den Nationalmannschaften recycelte Trikots aufzwingen oder wollen Sie Lastenräder anschaffen, die dann anstelle von Flugzeugen zur Anreise genutzt werden? Oder was meinen Sie überhaupt? Was meinen Sie überhaupt mit dem Beitrag des Fußballs zu mehr Nachhaltigkeit? Was haben Umweltverbände mit Sportverbänden zu tun? Das Bundesumweltministerium sollte sich eigentlich ganz anderen Fragen zuwenden als der nächsten EM, zum Beispiel der Frage, warum die EU die Kernkraft für nachhaltig hält, Deutschland aber wieder mal einen Sonderweg gehen will. Und auch der Frage, warum uns die schwarz-rot-grün-gelbe Altparteienriege durch ihren kopflosen Kernkraftausstieg innerhalb von über 10 Jahren völlig in die Abhängigkeit von Russland manövriert hat. Völlig in die Abhängigkeit. Der Reinhardswald in Nordhessen, Märchenwald der Brüder Grimm, dieser legendäre deutsche Wald, wird jetzt brutal abgeholzt, gefördert von den rücksichtslosen Anhängern der Klimasekte in der schwarz-grünen Landesregierung in Hessen. Um angeblich die Welt zu retten, zerstören Windindustrieanlagen Wälder, verschandeln die Landschaft, zerstören unsere Blicke auf die Natur, verbauen die Horizonte. Artenschutz spielt keine Rolle mehr in der grün-linken Ideologie der Altparteien. Rotmilane, Störche, Spechte, Fledermäuse, sie alle sind den deutschen Regierungen egal, wenn die Windkraftlobby ruft. Naturschutz am Ende. Das ist Deutschland heute. Nadine Heselhaus hat das.